Bodo hat einen neuen Freund, ne Bodo? Ne? So, wir warten noch, bis der Angler hier weg ist. Und dann machen wir die Hunde mal los, dass sie ein bisschen spielen können, ne? Hier ein bisschen laufen können. Das lieben die Hunde ja auch. Und hier jetzt diesen Blick hier. Ne? Hier im Meer. So, ihr seht auch hier unten, hier außer den Wellen, ne, von hier keine Geräusche hier von der Straße. Und Straße ist Verkehr wie immer. Ne? Klar sieht es jetzt hier nach den Stürmen. Ne? Wir hatten ja letzte Woche einen richtig schönen Sturm wieder gehabt über Tage. Da ist natürlich hier viel Müll und Dreck. Aber das ist ja an der Ostsee und Nordsee genauso. Ne? Also das ist ja auch nicht anders. Und da der Burgberg, der ist immer wieder schön anzuschauen. Und dann die Stadt Alanya, ne? Die Orba, Torsmühl. Na, Kessel sehen wir jetzt nicht hier. Kessel ist nichts groß zu sehen. Und dann hier hinten eben die Mammutler. Und ihr seht dann auch hier gut, hier am Strand überall hier diese Beachbars. Ne? Geht nachher hier auch hier rüber, überall die Beachbars. Da die Leute, die sorgen nachher im Frühjahr, wenn es wieder losgeht, sorgen sie dafür, dass dann hier alles sauber, aufgeräumt ist, ordentlich. Ne? Und dann macht das nachher auch wieder richtig Spaß, wenn die ganzen Urlauber da sind. Na, Bodo, jetzt traut er sich doch. Respekt hat er schon vor dem großen Hund, aber der ist ganz lieb. Der ist richtig cool. Da, er fühlt sich wohl. Er genießt das Leben hier, wie wir Menschen. Genau. Max fühlt sich wohl. Jawohl. Er kann gar nicht genug kriegen vom Strand. Unser Hund, der irrt sich nicht. Ne, Bodo, wo bist du? Du hältst dich zurück, ne? Ja, ich hab ein bisschen Loch gemacht. Fein Lachs. Aber nachher im Sommer, ne? Dann wollen sie nicht. Nee, Sommer ist zu heiß. Ja. Obwohl er auf Mallorca war er ja auch mit. Hier, jetzt hier ein einsamer Angler. Ne? So, hier, da ist noch die Angelika. Die sammelt da ein bisschen Steine hier für sich, für die Wohnung zum Verschönern. Da ist eine, die macht ein bisschen Konzentrationsübungen, eine junge Frau. Ne? Hier Wing Chun oder wie das heißt, ne? Sowas. Ja, ansonsten ist hier Menschen leer. Wir haben noch keine 10:30, ne, noch keine 10:30 Uhr, aber herrlich, schön. Ja, er fühlt sich so sauwohl hier, der ist glücklich. So sieht ein glücklicher Hund aus hier in Alanya. Befreit aus Deutschland. Also, ihr Hundeliebhaber oder Hundehalter, ne, ihr braucht doch keine Gedanken machen wegen der Hunde hier. Die Hunde fühlen sich wohl hier. Klar, im Sommer, dann mögen sie bei der Hitze nicht raus, ne, dann bleiben sie lieber in der Wohnung, hier am Tage, ne. Aua, ansonsten alles cool, alles gut. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben Hochsommer, ne? Da badet jemand. Ich denke mal, das wird ein Russe sein, ne? Hier. Und die aus Sibirien, ne? Hier, da, für die ist ja das Wasser warm. Die machen ja auch Eisbaden und sowas, ne? Also, das ist schon okay. So, hi Leute, ne? Heute haben wir den 1. Februar, herrlichster Sonnenschein und die nächsten Tage soll das Wetter so beibleiben, also soweit wie ich auf den Wetterbericht geguckt habe, ist wohl die nächste Woche, anderthalb Woche, so immer so 18, 20 Grad, teilweise 21 Grad und dann können wir jetzt jeden Februar richtig genießen und das war jetzt nur kurz, ne? Ein Ausflug mit den Hunden am Strand und falls es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo da lassen, ne? Ach so, ja, und auf die Glocke hauen noch, ne? Nicht vergessen. So entstehen Hundefreundschaften, ne? Also ich muss das ein bisschen so halten, weil jeder will nicht rauf aufs Video, ne? Also, man lernt sich hier am Strand kennen und passt schon.